Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Video. Mein Name ist Veronika Sabach und ich bin Studierende an der TU Dresden. Ich spreche heute über die Konstruktion unbestimmter Artikel plus Named Entity. Zunächst folgt eine kurze thematische Einführung. In diesem Video betrachten wir die Konstruktion unbestimmter Artikel plus Named Entity unter konstruktionsgrammatischen Aspekten. Dabei versteht die kognitive Linguistik unter Konstruktionen Formbedeutungspaare, deren Aspekte nicht kompositionell ermittelbar sind. Die Formseite wird dabei als Oberbegriff für syntaktische, morphologische und phonologische Eigenschaften betrachtet. Die Bedeutungsseite hingegen umfasst die semantischen, pragmatischen und diskurslinguistischen Eigenschaften. Somit geht die Konstruktionslinguistik über das Zeichenmodell von de Saussure hinaus, da nicht nur einsprachliches Zeichen betrachtet wird, sondern aufeinanderfolgende Abfolgen, welche nur im Gesamten Bedeutung aufweisen, wie beispielsweise Metaphern. Eine weitere Grundlage für die Betrachtung ist die Bedeutungsinformation. Die umfasst sowohl individuelles Wissen als auch konventionelles, wobei zwischen den Bereichen keine klare Grenze gezogen werden kann. Die Bedeutungsinformation trägt maßgeblich für die Referenz, die Wahrheitswertsfestlegung sowie die Verständlichkeit der Kommunikation bei. Schematisch kann man sich die Konstruktionen wie auf der Abbildung dargestellt vorstellen. Die konventionelle Form oder Formseite sowie die konventionelle Bedeutung oder Bedeutungsseite sind Teil der Konstruktion und weisen eine symbolische Verbindung auf. Der Begriff konventionell muss hier kritisch betrachtet werden, da sich die Bedeutungsseite sowohl aus dem individuellen als auch aus dem konventionellen Wissen zusammensetzt. Für den Konstruktionstyp unbestimmter Artikel plus Named Entity, welcher im Nachfolgenden nur noch abgekürzt verwendet wird, wurden drei Unterkategorien gefunden. Kategorie A beschäftigt sich mit Named Entities, welche einen familiären Publizitätsfaktor aufweisen. Das betrachtete Beispiel, ein Trump begnügt sich nicht mit halben Siegen, ist hier bereits aufgeführt. Die zweite Kategorie betrachtet Named Entities, welche einen weitestgehend unikalen Publizitätsfaktor aufweist. Man muss, wo ein Franziskus waltet, einen Müller nicht mehr fürchten, wäre hier das ausgewählte Exempel. Als dritte und letzte Kategorie C werden nun folglich Named Entity benannt, welche keinen den EmpfängerInnen bekannten Publizitäten aufweist. Das Beispiel wurde hier daher selbst gestaltet. Beginnen wir mit der Kategorie A, unbestimmte Artikel plus Named Entity mit familiären Publizitätsfaktor. Dabei ist die Named Entity im gesellschaftlichen Kontext geläufig. Im Beispiel, ein Trump begnügt sich nicht mit halben Siegen, findet man die Prototypenkonstruktion Ein Trump. Deren Semantik geht über die Wortbedeutung eines unbestimmten Artikels mit einem Personennamen hinaus und weist damit einen Konstruktionscharakter auf. Dabei wird die Named Entity stellvertretend für bestimmte Eigenschaften verwendet. Es handelt sich dabei um verschiedene Bedeutungsinformationen, die sowohl konventionell als auch individuell sein können. So steht der Name Trump in diesem Beispiel eventuell für die Tätigkeiten Donald Trumps als Multimillionär, Politiker oder Unternehmer. Die Bedeutungsinformationen können jedoch variieren, was an der folgenden Folie erläutert wird. Der linke obere Kasten steht stellvertretend für die Bedeutungsinformationen, welche der Konstruktion zugrunde liegen. Im helleren Blauen wurden dabei die individuellen Wissensbestände dargestellt, welche Teile der konventionellen Wissens sind, aber eine Teilmenge darstellen können. Im dunkleren Blau steht das gesellschaftliche Wissen zur Named Entity. Diese Bedeutungsinformation bezieht sich die Referentin, wenn sie die Konstruktion benutzt, in Blaugrün rechts dargestellt. Das Wissen geht über die direkte Bedeutungsebene in die direkte Bedeutungsebene ein und wirkt ebenfalls auf die Formebene. Der die EmpfängerIn verwendet ebenfalls das individuelle Wissen und das konventionelle
um die Konstruktion zu verstehen. Im Idealfall verwenden beide beteiligte Personen die gleiche Bedeutungsebene. Unterscheiden sich die ausgesagte und interpretierte Bedeutungsebene, kann es zu Missverständnissen kommen. So kann eine Referentin über den Multimillionär Donald Trump sprechen, bei der Empfängerin wird durch die Konstruktion jedoch vermittelt, dass es um den Republikaner Donald Trump geht. Das Besondere bei Konstruktionen mit familiärem Publizitätsfaktor ist die Übertragbarkeit der Prototypensemantik. Zur Verdeutlichung wurde ein weiteres Beispiel verwendet, weil sie ihm und sich beweisen will, dass sie es verdient, eine Trump zu sein. Die vorliegende Prototypensemantik ist eine Trump und bezieht sich auf Tiffany Trump, die Tochter von Donald Trump. Der Vater steht in dieser Konstruktion als Prototyp für die gesamte Familie. Durch die Konstruktion werden die Eigenschaften des Prototyps auf weitere Familienmitglieder übertragen. Somit steht die Named Entity stellvertretend für die Eigenschaften oder Bedeutungsinformationen der Familie oder Gruppe mit ihren zugehörigen Mitgliedern. Schematisch könnte dies so aussehen. Die Named Entity umfasst den Prototypen, welcher stellvertretend für bestimmte Eigenschaften steht. Diese Eigenschaften wirken auf die weiteren Mitglieder bzw. auf weitere Named Entity, hier fortlaufend nummeriert. Die Wirkung ist jedoch beidseitig, was am Beispiel der Familie Trump eindeutiger wird. Dabei haben wir Donald Trump als Prototyp für die Named Entity 1. Die Named Entity steht somit für bestimmte Eigenschaften. Dies können Multimillionär, Geschäftsmann, Politiker und weitere Punkte sein, die wiederum auf die weiteren Familienmitglieder wirken. Als Beispiele sind hier Ivanka, Tiffany und Donald Trump Jr. genannt, welche durch ihren Namen an die Named Entity gebunden sind. Die Kinder jedoch können den Pool an familiären Eigenschaften beeinflussen. So war der Name Trump bereits beim Vater von Donald Trump in den Vereinigten Staaten ein Begriff. In seinen Handlungen veränderte Donald Trump aber diese Eigenschaften oder Bedeutungsinformationen und wurde selbst zum Prototypen der Named Entity. Dies kann nun auch den Kindern gelingen. Kategorie B beschäftigt sich mit Named Entities, die einen unikalen Publizitätsfaktor aufweisen. Der Beispielsatz »Muss man, wo ein Franziskus waltet, einen Müller nicht mehr fürchten?« weist den Prototypen ein Franziskus auf. Dabei steht die Named Entity für bestimmte semantische Eigenschaften, welche Franziskus zugewiesen werden. So unter anderem die des Papstes, des Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche und weitere. Franziskus steht dabei aber nicht für die Gruppe mit derselben Named Entity, sondern mit seiner Named Entity synonym für sein Amt. Dies wird am Schema deutlich. Dabei sind die Bedeutungsinformationen des konventionellen und individuellen Wissens nicht weiter abweichend, da sich die Named Entity synonym für sein Amt entpuppt. Die Bedeutungsebene ist zwar immer noch nicht zwingend eindeutig, jedoch ist das Spektrum der Zuschreibung für die Konstruktion kleiner als beim vorherigen Beispiel. Als letzte Kategorie wird nun die Named Entity ohne Publizitätsfaktor betrachtet. Dabei wurde das Beispiel, eine Meier würde diesen Vorschlag nicht unterstützen, selbst gewählt. Die Prototypenkonstruktion ist hier eine Meier. Auch hier geht die Semantik über die Wortbedeutung hinaus und weist somit einen Konstruktionscharakter auf. Auch wenn die Rezipientin die Named Entity nicht kennt, können aus dem Kontext Bedeutungsinformationen gewonnen werden, für welche die Named Entity prototypisch steht. Die Informationen sind also nicht zwingend konventioneller Natur, sondern erschließen sich im individuellen Wissens die Empfängerin. Es handelt sich also um paradigmatische Bedeutungen. Auch hier ein Schema zur Verdeutlichung. Die Konstruktion eine Meier kann hier prototypisch als niemand Relevantes stehen, da der Name sehr häufig im deutschsprachigen Raum vorkommt und somit einen universalen Charakter aufweist. Dabei wäre dann die Häufigkeit die tragende Semantik, welche durch die Konstruktion erstrebt wurde. Dennoch kann individuelles Wissen in die Bedeutungsebene einfließen, wenn das Individuum mit der Named Entity eine persönliche Information verbindet. Dabei spielen die eben aufgeführten paradigmatischen Bedeutungen eine Rolle.
Zusammenfassend lassen sich die unterschiedlichen Konstruktionsarten folgendermaßen gliedern. Zum einen haben wir unbestimmte Artikel plus Named Entity Konstruktionen mit einem bestimmten Publizitätsfaktor, welcher die Bedeutungsrelation prägt oder formt und auf die Konstruktion einwirkt. Die Named Entity steht prototypisch für Eigenschaften, auf welche die Konstruktion zurückgreift. Wir unterscheiden in familiäre Publizitätsfaktoren und unikale Publizitätsfaktoren, wobei zu beachten ist, dass bei den familiären die Bedeutungsinformationen ständigen Veränderungen unterworfen sind. Die unikalen hingegen richten sich nach einer einzigen Person und deren Eigenschaften, welche sich natürlich auch ändern können. Die Konstruktion unbestimmte Artikel und Named Entity ohne Publizitätsfaktor bildet die Bedeutungsrelation direkt aus der Konstruktion und verwendet die Named Entity ebenfalls prototypisch. Dabei wird eine Meta-Aussage durch die Named Entity transportiert, welche paradigmatischen Einflüssen unterworfen ist. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinen Ausführungen zum unbestimmten Artikel und Named Entity Konstruktion ein paar interessante Fakten bringen. Und Sie sehen hier auf der Folie noch meine Quellen und beziehungsweise die verwendeten Beispiele. Bis zum nächsten Mal.